Pock. Massive Pock. Ich glaube, meine Lautstärke stimmt nicht. Lull. Teams hat wieder zugeschlagen. Ich fasse es nicht. So eine Kacksoftware, Alter. Weird Champ. Oh, bisschen groß vielleicht. So, jetzt muss Twitch nur noch verstehen, dass der Stream online ist. Dann können wir weiter basteln. Gucken, ob wir das heute schaffen. Zumindest das GIF in irgendeiner Art und Weise zu rendern. Auf Twitch. Schickt den Leuten eine Benachrichtigung und sagt, dass der Stream online ist. Aktuell habe ich einen Zuschauer. Oh ne, jetzt sind sieben. Jetzt sind sieben. Vielleicht hat Twitch jetzt was geschickt gerade. Und jemand da? Keck, wait. Moin, Moriu. Okay, Twitch hat's kapiert. Alles klar. Nice. Huge. Big Brain Twitch Time. Alter, irgendwie ist mein Headset total verknotet. Moment, wo geht der Kopfhörer jetzt lang? Außenrum? Unten drunter durch? Ja, perfekt. Oh, ich muss mal kurz in Discord gucken, ob der Fabian was geschrieben hat. Twitch hat's immer noch nicht gecheckt, dass der Stream on ist. So. Er hat nichts geschrieben. Okay, Twitch hat heute echt keinen Bock zu sagen, dass der Stream online ist. Ich bin schon 2 Minuten 30 da und es sind 5 Zuschauer am Start, weil Twitch... Ah, jetzt! Ich glaube, jetzt haben... Ah, okay, ich glaube, jetzt haben sie es gecheckt, gehe ich mal von aus. Alles klar, huge. Moin, Leute. Oh, gut, ich meine, es könnte auch daran liegen, dass Freitagabend ist und keiner auf Twitch unterwegs ist, aber normalerweise kommen immer instant zumindest ein paar vorbei. Gerade ist Elfmeterschießen, aha, okay. Ich guck nicht so viel Fußball. Das Einzige, was ich letztens geguckt habe, ist Deutschland-England. Das war mega Resident Sleeper. Bis zum Schluss und dann aber auf den Sack gekriegt. Aber ehrlich gesagt hat mich das jetzt nicht großartig interessiert. Moin. Heute endlich mal direkt X-Kram. Ja, wieder. Wieder ekliges Zeug hier. Ich mach schon mal kurz auf. Der Overlay-Champ ist am Start. Der Overlay-Champ will weitergebaut werden. Moment, warum ist die Schriftgröße so klein? Monka, Font. Wartet mal, das muss ich gleich mal ein bisschen... Gleich mal ein bisschen anpassen, das wollen wir ja so nicht. Na. Komm, wir nehmen sogar mal das neue JetBrains-Font, mal 16 oder 18. 18, komm, huge, fetter Font, alles klar. Ich höre mich immer, ja, das ist gut, kann ja sein, dass ich immer erst ein bisschen so in Fahrt kommen muss. Ich habe übrigens so etwas aufgenommen, aber das war mir zu spät, um das noch hochzuladen. Das lade ich dann wahrscheinlich morgen erst hoch, also für YouTube. Gibt ja Leute, die YouTube so aussprechen. Ich kenne ja genau einen. Legendäre Hacker. Oh ne, Simplicissimus ist immer so krass übertrieben. Das kann ich mir nicht angucken, ey. Das funktioniert nicht. Was haben wir hier? Ultimate Doorbell. Hey, die sind alle kacke. Deswegen habe ich da auch keine. Geht's heute weiter? Ja, hier, da. Guck da. Sieht noch genauso hässlich aus, wie es letzte Mal aufgehört. Aber heute lesen wir das GIF ein und gucken, ob ich in irgendeiner Art und Weise das GIF gerendert bekomme. Und ich hoffe, dass es mit Transparenz keine Probleme gibt.
Weil Transparenz ist immer so eine Sache. Was ist RGB eigentlich richtig jetzt? Wie, was? RGB ist out. BGR ist das Beste. Guck hier. BGR. Wir machen RGB ist out. Achso, mein Testbild, was die falschen Farben hatte. Ja gut, das war hatte die falschen Farben, weil es halt nicht BGR ist, sondern RGB. Na, dann muss man sich nicht wundern, dass die Farben verkehrt sind. Nee, nee, wir machen das heute direkt mit FFmpeg. Easy, gar kein Problem. FFmpeg, GIF rendern und fertig. Kann ich mit HTML Google hacken? Natürlich, natürlich. Du musst aber vorher noch irgendeinem Hacker-Kollektiv joinen. Dass du dann sagen kannst, hahaha, bin Lizard Squad. Oder hießen die Typen nicht so? Hießen die nicht so, die damals paar Mal PSN DDoS haben? Hahaha, bin Lizard Squad. Kannst du noch dran? Übrigens, Leute, es gibt noch ein absolutes Keck-Keck-Triple-U-Thema. Also richtig ist Keck-Triple-U-Thema. Wartet mal, ich muss mal kurz. Wobei die Größe passt eigentlich ganz gut, aber ich mache mal kurz ein bisschen kleiner. Richtiges Keck-Quadruple-U-Thema. Und zwar, guckt euch das mal an. Habe ich letztens bei Heise gelesen. Und zwar, Light. Lidl. Aha, Moment. Ich finde es jetzt nicht. Ich muss mal kurz. Wo ist es denn? Her. Also, ich weiß nicht, welcher fremden Substanzen sie sich da irgendwie hingegeben haben bei so einer Idee. Aber keine Ahnung. Also ich hab keinen blassen Schimmer, was dort los ist. Ich habe keine Ahnung, in welcher Welt die leben. What the fuck? Das hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Aber wisst ihr, ich habe mich da erstmal ein bisschen aufgeregt, habe mir gedacht, wollt ihr mich verarschen? Ne? Die letzten Jahre. Ja, das Bild ist natürlich wieder richtig Hackerman, typisch. Aber die letzten Jahre, ne? Überall, wo es ging, den Unternehmen das Leben schwer gemacht, Spiele schlecht geredet und jetzt, wir wollen der Leitmarkt, was auch übrigens Leitmarkt heißt, wahrscheinlich wohl die Leit mit D, der Leitmarkt ist das. Der leitet, ja, also der leidet, der Markt. Gut, was auch immer die mit toxischen Communities, aber das war der Lacher der Woche schon mal. Und die meinen das übrigens wirklich ernst, ne? Ich hab mir das hier mal angeguckt. Die haben einen PDF published. Also die wollen es richtig wissen. Guck mal, die haben PDF published. Das gucken wir uns jetzt nicht komplett an, weil das ist wieder huge Gelaber. Massive Gelaber. 36 Seiten Gelaber. Aber, wenn ich mir schon angucke, wer da am Start ist. Er und. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Also ich weiß, dass sie da was genau für einen Posten hat sie eigentlich. Zumindest das Einzige, woher ich die kenne, ist, weil die beim letzten deutschen Computerspielepreis in so einem merkwürdigen rosa Kleid rumgelaufen ist. Das ist das Einzige. So, und der deutsche Computerspielepreis, den erwähnen die hier auch noch. Guck mal hier. Wir haben einen erfolgreichen Computer. Und wo ist der Preis? Hier, irgendwie stand was vom Computerspielepreis gerade. Preis? Hier. Und jedes Jahr vergeben wir gemeinsam mit dem Verband der Branche Game, was äußerst kreativer Name auch schon wieder ist. Discord-Bot tot, weiß ich nicht, sollte er, hoffe ich nicht. Wenn nicht, muss der Cute-Mod den mal wieder rejoinen lassen. Nee, Twitch ist allgemein gerade lahm mit Notifications verschicken. So, und jetzt kommt's. Den deutschen Computerspielepreis. Leute, der deutsche Computerspielepreis, der ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wisst ihr, welches Game bestes Multiplayer-Spiel geworden ist? Nicht spoilern, Leute, ich zeig's euch. Deutscher Computerspielepreis 2020 oder war erst 21? Gewinner. Wait, Alter, was ist mit der Seite los? Die ist broken.
Ich muss mal ganz hier Dark Reader ausmachen. Das geht damit nicht. Multiplayer. Animal. Nee. Ja. Animal Crossing ist bestes Multiplayer-Spiel. Sind die, die sind nicht mal ganz bei Sinnen. Ein Multiplayer-Spiel, wo ein Multiplayer nicht funktioniert, wenn einer das Spiel verlässt. Animal Crossing, ein Nintendo-Spiel, als bestes Multiplayer-Spiel. Ich meine, es gab vielleicht dieses Jahr nicht so viel grandiose Multiplayer-Spiel. Mag alles sein, ja? Aber Animal Crossing, ein Spiel, was den Spielstand verliert, wenn bei einem die Konsole abkackt oder er disconnected oder es sich Milliarden Probleme gibt, dass man zum Beispiel auch zusammen überhaupt nichts machen kann oder der Progress nicht gespeichert wird bei einem. Also das zeigt doch mal, dass dieser Preis absolut lächerlich ist. Ich bin mir nicht sicher, was es für geile Multiplayer-Spiele so gegeben hat letztes Jahr. War der eigentlich dieses Jahr schon? Der ist doch immer so zur Gamescom, oder? Das sind die 15. Ah ne, der war schon. Der war im April irgendwann. Achso, Animal Crossing hat 2021 gewonnen. Ist Animal Crossing nicht von 2020? Was ist ein bestes Multiplayer geworden? Aber es gab so viele. Also ich meine, es gab so viele Multiplayer-Spiele 2020. So, das reicht ja, wenn man mal Google sucht. Ich meine, hey, wenn die schon ein Nintendo-Spiel da vergeben, dann hätte auch meinetwegen, ey, jetzt, ich bin jetzt kein großer Call of Duty Warzone-Fan, aber der hätte ja mal wenigstens Warzone gewinnt. Das ist wenigstens ein Multiplayer-Spiel. Es hat auch seine Probleme, aber es funktioniert im Multiplayer auf jeden Fall tausendmal besser. Oder hätten sie Fall Guys, Alter. Das ist zwar Cheater-verseucht als fuck, aber das ist ein Multiplayer-Spiel, was funktioniert. Ja, meinetwegen Valorant. Irgendwas, alles. Bloß nicht Animal Crossing. Warum wird... Ich krieg die Seite gar nicht aus. Könnte ich mich immer mit... Warum wird Animal Crossing bestes Multiplayer-Spiel? Das check ich nicht. Naja, das ist... vergesst. Also, das ist, wie gesagt, so... Deutscher Computerspielepreis ist so an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Und da nehmen sich hier noch Bezug drauf. Und der Rest, ich habe nicht alles gelesen. Das ist bla, 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 bla. Bla, bla, irgendwelche Rentner sind am Start mit Controller. Bla, 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 bla. Also, was ich ja vermute, warum die jetzt der Meinung sind, dass Deutschland der Leitmarkt für Computerspiele werden soll, ist, die wollen einfach ganz billig ein paar Wähler abgreifen. Also, ich glaube, die nehmen das nicht ernst. Also, die wollen das auch nicht. Die haben auch gar keinen Plan und die wären auch gar nicht in der Lage, sowas überhaupt zu machen. Ich glaube, die sagen einfach nur das Wort Games dreimal in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute sie deswegen wählen. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Zumal das wieder so ein typischer Fall ist von... Das ist übrigens was mir mega auf den Sack geht. Es ist egal, ob das jetzt auf politischer Ebene in der Stadt ist, im Land ist, im Bund ist. Es ist eigentlich vollkommen egal. Eine Sache, die mir mega auf den Sack geht, ist, dass da immer... irgendwelche Sachen einfach random behauptet werden und man dann 3 Jahre nichts hört und es ist vergessen. Ich meine, wusstet ihr, dass Deutschland angeblich bis, frag mich nicht, 2020 oder so, weltweit führend werden sollte bei digitalen Behörden? Moment. Nicht, dass ich Mist erzähle. Ich zeige euch jetzt, dass es stimmt. Hier. Oh, sorry, 2021. Ja, hat ja nicht so ganz funktioniert, würde ich mal behaupten. Wenn unsere Gesundheitsämter mit Corona immer noch Faxe verschicken. Hat nicht so ganz funktioniert. Ist halt wieder so ein Punkt gewesen, wir haben es einfach mal gesagt. Einfach mal gesagt, es hat keinerlei Konsequenzen, du kannst irgendeinen Scheiß erzählen, vollkommen egal. Übrigens, wir haben auch bis 2018 50 Mbit für jeden Haushalt. Das haben wir ja auch, darf man auch nicht vergessen. Das ist ja alles... Alles andere wäre ja Fake News. So, und das ist einfach, das ist so peinlich. Es ist, was man daran sieht, ist, dass sie eigentlich von moderner Technik absolut keine Ahnung haben.
Null. Und das Schlimme ist, dass man es ihnen auch gar nicht mehr zutraut mittlerweile. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mein erster Reflex, wenn ich sowas lese, ist das hier. Oder besser gesagt, eigentlich mein erster Reflex noch eher. Das ist mein erster Reflex und das ist eigentlich bitter, wenn man sich das mal überlegt. Das erste, was man denkt, ist, das wird doch eh nix. Wurde schon über Print Nightmare, da kann ich gleich was zu sagen. Das ist eigentlich der Witz, dass das erste ist, woran man denkt. Und das Schlimme ist, man denkt das mittlerweile bei so viel. Wenn irgendein neues Bauprojekt vorgestellt wird, ist das erste, woran man denkt, fuck, das wird ja nix. Leider ist das so. Was? Flugtaxis? WTF? Habt ihr gelesen mit diesem komischen Bahnübergang, der 50 Jahre gedauert hat? Habe ich letztens News hatte ich mal. 50 Jahre Bahn und Unterführung. Ja. Habe ich genau, bei der Hessenschau habe ich das gesehen. Bahnunterführung 50 Jahre. 50 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Vor 50 Jahren, es war 1970. Richtig schnell für so eine Unterführung, oder? 50 Jahre. Da war mein Opa 40 oder so. Mein Opa wäre jetzt 90 geworden. Ja? Mein Opa war damals 40. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der lebt mittlerweile gar nicht mehr. Also das sind auch so Dinger. Und wisst ihr, das ist das Schlimme, was ich da immer habe. Egal was ist, sei es was mit neuer Technik oder sei es irgendwelche Bauvorhaben, die angekündigt werden. Ich denke immer automatisch, ach, das wird doch eh nichts. Kann doch nicht funktionieren. Eigentlich ist es doof, dass man das denkt, weil, mal ganz im Ernst, eigentlich hätten wir, also Geld hätten wir eh. Gar kein Thema eigentlich. Also wenn wir kein Geld haben, dann hat keiner Geld. Und wir hätten eigentlich auch die Leute dafür, die fähig sind, was Ordentliches zu bauen. Aber wir verwalten uns immer so tot und sind so krass ineffizient mit allem, dass gar keiner mehr Bock hat, was zu machen. Und es ist ja auch schon Standard, sorry, dass ich jetzt erstmal hier irgendwie halbe Stunde rumrante wieder, und es ist ja mittlerweile schon Standard, dass Sachen was auch ja Standard ist, dass irgendwelche Sachen abgenickt werden, von denen man weiß, okay, das wird teurer. Und dann wird das nicht einfach nur irgendwie mal 20% teurer oder so, sondern das kostet am Ende dann das Fünffache oder so. Wo ich immer denke, was? Also jeder, der da an der Planung beteiligt werde, war und den man nachweisen kann oder wo man halt sieht, da wurden Sachen vernachlässigt, weil anders kann das ja nicht vorkommen, der sollte doch nie wieder was anfassen dürfen. Was ist das denn? Stell dir mal vor, du wirst irgendwo als Projektmanager eingestellt und die sagen dir, du hast ein Budget von 5 Millionen mach, und wir wollen das haben. Und du sagst, jawohl, easy, ich bin ihr Mann, mit mir machen wir das, in 2 Jahren sind wir fertig. So, und dann sagst du nach 3 Jahren, Leute, also ich wollte eigentlich nach 2 Jahren fertig sein, hatte 50 Millionen Budget. Wir sind jetzt nach 3 Jahren übrigens noch nicht mal halb fertig. Und wir brauchen übrigens 250 Millionen. Die würden mich hochkant instant kicken. Die würden mich verklagen noch. Die würden mich, ich würde meines Lebens nicht mal froh werden, wenn ich sowas machen würde, ja? Vor allem, wenn ich halt die ganze Zeit auch nichts richtig kommuniziere und sage. So, und da ist das vollkommen egal. Da kannst du irgendwas machen, planen, tun, scheiß drauf. Ja. Oh Mann. Was ist das für eine unrealistische Überschrift? Ja, unsere, Überleg grad, was ist da? Verkehr? Für Verkehr?
und Infrastruktur, ich kann mir das immer nicht merken. Unsere Chefs sind der Meinung, Deutschland soll ein globaler Leitmarkt für Computerspiele werden. Es ist halt absolut lächerlich. Es ist kompletter Witz. Ne? Also, kannst du nicht. Ja, ich verstehe die ganze Sache nicht. Und das Schlimme ist, dass man eben schon automatisch denkt, es klappt eh nicht. Dabei, wie gesagt, wir hätten das Geld, wir hätten die Leute, wir haben auch genug fähige Leute, wir haben sicherlich auch genug motivierte Leute, aber hey, du kannst die motivierteste Person auf der Welt sein. Wenn du dich 5 Jahre mit deutscher Bürokratie auseinandersetzen musst, da bist du nicht mehr motiviert. Da hast du einfach keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Oder wenn du hörst, dass Gesundheitsämter Corona-Zahlen nicht richtig austauschen können, weil Fax nicht geht oder so. Meine Güte. Und wohlgemerkt, Fax 2021 sollten wir laut dem, was der Altmaier 2017 erzählt hat, eigentlich führend sein, was digitale Behörden angeht. Aber es ist halt eigentlich. Ist halt alles dumme Geschwätz. Ne? Sind wir uns ein. So. Was sollte ich jetzt nochmal zeigen? Die Drucker-Sicherheitslücke hier. Da, das da. Ja, das habe ich vorhin gelesen. Das habe ich vorhin gelesen. Ich habe nicht so genau gecheckt, wo wir gerade bei Fax sind. Jetzt sind wir bei Drucker. Ich habe das vorhin gelesen. Ich habe es nicht so ganz gecheckt, wie das ausnutzbar ist. So wie ich das verstanden habe, sind wohl Active Directory, AD, Controller zum größten Teil betroffen. Juckt mich jetzt zumindest privat absolut nicht. Auf der Arbeit kümmere ich mich um Linux-Kisten, da juckt mich das auch nicht. Ich glaube nicht, dass das was Remote Ausnutzbares ist. Ich hab's vorhin nur kurz überflogen. So. Wichtig bei Sicherheitslücken ist ja immer, man muss gucken, wie die Dinger ausnutzbar sind, ja? Also, im Prinzip musste ich daheim so wirklich akut erstmal nur Remote Code Execution interessieren, beziehungsweise irgendwas, was du dir halt Drive-by im Browser einfangen kannst, gefolgt von quasi Privileged Escalation für Admin, sonst was, wo beispielsweise dein Mail-Programm unsicher ist und danach noch irgendeine Sicherheitslücke in Windows ist, dass der Typ Admin werden kann. So, und ich gehe mal davon aus, dass wenn es hier um irgendwelche Printer-Geschichten geht, das nicht aus dem Internet so einfach auszunutzen ist. Es reicht, wenn der Spooler remote erreichbar ist. Ja, gut, das ist ja bei niemand der Fall daheim. Ja. Also deine Drucker-Warteschlange ist ja nicht irgendwie übers Internet erreichbar. In einem Netzwerk sieht das schon wieder anders aus. Kannst du mir kurz sagen, was mit Willy Pit Card ist? Cast ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung. Vor 4 Jahren bis letztes Mal mit ihm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt kommt wieder die Chat-Message. Jetzt kommt die übliche Chat-Message wieder. Bei diesem Song haben sich meine Eltern kennengelernt. Der Gag kommt immer. Irgendeiner bringt den Gag immer. Mittlerweile ist er aber schon so abgelutscht, ausgelutscht. Nee, Moment. Wie ihr wisst, was ich meine. So, alle Windows-Versionen bedroht. Warum schreibt Heise nicht oben drüber, kann ausgenutzt werden, wenn. Also. Remote, ist das? Remote. Alter Heise-Artikel, come on. Please. So. Oh, weiß es nicht. Workaround, das System abzusichern. Okay. Führen Sie die folgenden Befehle als Domain ab. Gut, das ist für mich lokal. Gruppendings juckt mich lokal auch nicht. Also für mich sieht das nicht so aus, als ist man da als normaler Benutzer daheim hinter irgendeinem Router mit NAT oder sonst was oder mit einer ordentlichen Firewall betroffen. Ja, solange die irgendwelche Druckerdienste nicht im Internet angeboten werden, was ja nur hoffentlich keiner macht. Also wer irgendwelche Portweiterleitungen für Drucken aus dem Internet hat, der hat ja, glaube ich, den Schuss nicht mehr gehört. Also wer sowas macht, da ist ja wirklich immer ganz dicht. Du hast nicht mal einen Drucker, das macht nichts. Du kannst Windows-Drucker, Drucker-Warteschlange und Gedöns auch anhaben ohne Drucker. Und du kannst ja immerhin in Windows PDFs drucken, virtuell. Ja, bester. Das ist doch die typische der Windows-Fix. Einfach das Ausschalten, bis es gefixt ist. Ist ja eigentlich auch das Beste, was man machen kann.
Wobei ich sollte nicht sagen, das macht keiner. Es gibt bestimmt genug Leute, die das machen, wenn man mal sucht, wie viele Webcams im Internet erreichbar sind. Ja. Zumindest mal kurz als Zusammenfassung für alle, die beim letzten Stream nicht dabei waren. Ich zeig mal kurz, was ich heute oder wo wir uns heute ein bisschen dran versuchen. Ich habe ja hier schon seit ein paar Jahren diese Software im Einsatz, mit denen ich so GIF-Overlays machen kann. GIF-Overlays, Sounds abspielen, GIFs mit Sound abspielen, alle möglichen Sachen. So, und das ist ein bisschen verbuggt. Und zwar, manche GIFs sind viel zu schnell. Zum Beispiel hier. So ist das Kacken-GIF richtig. Aber wenn ich das anmache, ist es hier viel zu schnell im Overlay. Und manche GIFs, die ein bisschen mehr Bilder haben, sind richtig langsam. Passt mal auf, ich klicke jetzt mal. So, habt ihr gesehen? Also, das braucht zu lang. So, und das versuchen wir zu fixen. Wir haben letztes Mal nicht sonderlich viel hinbekommen. Ich mache übrigens mein Bild weg. Also was heißt nicht viel hinbekommen? Wir haben eigentlich letztes Mal relativ viel hinbekommen. Wir haben aus einem Microsoft-Blog-Artikel uns rausgesucht, wie man mit DirectX Bilder malt auf ein transparentes Fenster. Aktuell erkennt man noch nicht allzu viel, außer dass ich ein transparentes Fenster habe. Ich habe ein transparentes Fenster und mal ein rotes Viereck drauf. Das alles, aber das ist ein Hardware-beschleunigtes, über die Grafikkarte gemaltes rotes Viereck in einem transparenten Fenster. Durch das man übrigens durchklicken kann, wie ihr seht, ne? So, so ist das, was wir brauchen. So, und heute nehme ich FFmpeg, lese mal ein GIF ein und guck, dass ich das GIF in das Fenster rendern kann. Hoffentlich mit funktionierender Transparenz. Ich glaube ja nicht. Transparenz funktioniert eigentlich nie auf Anhieb. Wieso? Allerdings, Moment, wo war die Message jetzt? Mac. Inger hat doch gerade was vom MacBook geschrieben. Hier, der Ntrwoxt. Wahrscheinlich hast du was Nitro XD oder sowas. Nö, warum? Man sollte das nehmen, womit man am besten klarkommt. Das hat überhaupt keinen Sinn zu sagen, man macht Linux only, man macht Windows only, man macht Mac only. Man muss das nehmen, was am sinnvollsten ist. Und es gibt Bereiche, da ist Windows nice, es gibt Bereiche, da ist Linux nice, auch Mac, und es gibt Bereiche, da ist iPad, iPhone, Android, was auch immer nice. Also ich hab ja die Kombination, oder Temple OS, wobei ich da nicht wüsste, in welchem Bereich das wirklich nice ist. Zum Beten vielleicht, keine Ahnung, wenn man da das machen will. Also ich benutze die Kombination aus Windows als Host-System, Linux als, muss ich jetzt übrigens gerade mal die VM anmachen, Linux als alles, wo ich irgendwelche technischen Sachen machen muss. Also sprich, irgendwas programmieren, irgendwas machen. Ich meine, es sei Windows-Only-Anwendungen, die kann ich ja schlecht unter Linux programmieren. So, und als mobile Endgeräte verwende ich aktuell ein iPhone und dann habe ich noch ein iPad für mich. Und wir haben so ein bisschen mehr Geräte hier. Aber ich habe auch noch ein paar Android-Geräte. Also ich weiß schon, also ich kann da schon einschätzen, was für was am sinnvollsten zu verwenden ist. Und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, es hat in kaum einem Bereich Sinn zu sagen, ich zwinge mich jetzt dazu, das mit diesem System zu machen, wenn ein anderes besser dafür ist. Eigentlich egal. Also einfach das nehmen, was am besten ist. Also wenn du mit dem MacBook am besten klarkommst, warum nicht? Seit wann Rider unter Windows? Seitdem der Chat letztens gesagt hat, Visual Studio will keiner sehen, ich soll Rider verwenden. Beziehungsweise ich habe hier gefragt. Mach doch nicht. Der rare Parrot. Normalerweise verwendet man kein Unsafe, aber wenn man C-Libraries aufrufen will und so, kommt man oftmals nicht drumherum. Rust macht das ohne große Runtime. Ja, Moment, Rust macht das anders.
Rust macht das anders. .NET macht einen Runtime-Check, ob das Array, ob du in den Boundaries von dem Array bist. Rust hat Compiler-Magic, die dich den Code erst gar nicht kompilieren lässt, wenn es feststellt, dass du irgendwo einen Zugriff machst, von dem es nicht weiß, dass das Element zu diesem Zeitpunkt noch oder schon existiert. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Deswegen ist Rust auch only for Big Brain Leute, weil mit Rust bist du viel beschäftigt, dich rumzuärgern, bis es kompiliert. Aber wenn es kompiliert, dann macht es in der Regel auch das, was du programmiert hast. Was ist mit Dynamic? Das ist eine gute Frage. Dynamic ist das Gleiche. Dynamic ist das Gleiche. Das ist nicht unsafe. Dynamic ist nur, dass es zur Runtime guckt. Oder dass es erst zur Runtime guckt, ob die Sachen da sind. Also, du kannst zum Beispiel sowas hier machen. Dynamic blub gleich 1. Und dann kannst du darauf aufrufen, oder, ja, irgendwie sowas. So, und dann kannst du darauf aufrufen, keine Ahnung, Check W, und es lässt sich das kompilieren. Obwohl ein Int keine Methode Check W hat. Also das lässt sich kompilieren und ausführen mit Dynamics, kein Problem. Der guckt dann zur Runtime eben erst, ob es das gibt. Ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn du irgendwelche JSON-Sachen parst und keine extra Typen anlegen willst für die Response. Dann sagst du einfach Dynamic und greifst dann so wie in Ruby, Python oder sonst wie drauf zu. Verwendet man relativ selten, aber dort, wo man es braucht, ist es ganz praktisch. Aber Dynamic ist nicht unsafe. Dynamic ist Runtime Overhead. Gucken, was da ist. Ob es da ist. So, also, jetzt haben wir hier FFmpeg, Zeug, Parrot einlesen. Jetzt habe ich nur das Problem, ich muss FFmpeg runterladen. Hier, root pass gleich. Wo lege ich denn FFmpeg hin? Irgendwo hier in mein Verzeichnis. FFmpeg, download Windows. Die eigentliche Seite, die FFmpeg Downloads angeboten hat für Windows, ist mittlerweile down. Aber ich glaube, es gibt eine neue. Eine halbwegs offizielle. Was denn davon besser? Gian Dev oder bin. Keck, wait, Alter. Die Seite ist ja hässlich. Wartet mal. Ah, okay. Gibt's FFmpeg nicht als Nuget? Ich glaube nicht. Du hast den Rapper? Ach doch, guck mal. Ah, das ist ja G-Bait. FFmpeg Nightly, aber von 2020. Na toll. Nee, gibt's FFmpeg. Doch, guck mal da. 4.1.1. Was ist ein Stable? Stable. Was ist denn die Stable FFmpeg Version? 4.4. Na geil. Na geil. Gibt es da irgendwas Aktuelles? 4.4? Ne. 4.2? Oder war, ist FF Release Version? Ja, stable. What? Was ist das für eine Benamung? Das ist Versionsnummer, Commit nach Tag und letzte Commit Hash und... Alter, meine Güte, jetzt übertreibt's halt mal nicht, ja. Aber wenn es das als Nuget gibt, wäre natürlich cooler. Aber es sieht nicht so aus, als gäbe es das. Nope. 4.3? Nee, wir laden das von Hand runter. So, welches... Warte mal, welches davon brauche ich denn überhaupt? Die Frage ist, brauche ich ein x64 oder ein x86? Wahrscheinlich egal. Welches davon ist denn jetzt das Richtige? Shared wahrscheinlich, hä?
Stylish Shared. Ich brauche da, wo die DLLs drin sind. Ja, das hier brauche ich. Okay, passt. Easy. Also, dann kopieren wir das mal hier rein. Zack. So, wir müssen wahrscheinlich dann noch umstellen, die CPU-Architektur auf 64-Bit. Wenn es 64 ist, sonst mag er nicht. FFmpeg, bin. Okay. Alles klar, ich gehe mal davon aus, dass wir den Pfad hier brauchen. Also, probieren wir das mal aus. Gehen wir fort hier unten. Rootpass, FFmpeg, bin. So, gucken wir mal, ob FFmpeg läuft oder ob es crasht. Es crasht, unable to load, AV-Format 58. Liegt es jetzt am Name oder liegt das jetzt an der Architektur? Wartet mal. Wie kann ich denn das hier umstellen in Rider? Das mache ich sonst nicht. Wie stelle ich in Rider um auf 64-Bit? Ah, hier, guck mal da. Nee. Wait a minute. Wie geht denn das? Debug. Ja, das ist eine gute Plattform. Was? Rechtsklick? Rechtsklick im Projekt? Ah! Ha! Okay, 64, bam. Warum heißt denn das übrigens noch? Warum heißt denn das dann noch? Warum. Ist das. Macht es das jetzt richtig? Das heißt ja immer noch Any CPU. Nee, ich glaube, das ist irgendwas anderes, oder? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich cheate jetzt mal schnell. Ich mache das mal kurz in Visual Studio auf, da weiß ich nämlich, wo das steht. Der Overlay Champ. Die FFmpeg-Version ist zu neu. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt an der falschen CPU-Architektur. Ja, die Datei heißt anders, das stimmt. Das heißt aber nichts. Das kann auch an der. Naja, das kann auch an der CPU-Architektur liegen. Das mit dem Namen ist naheliegend, aber mal abwarten. Ach, die FFmpeg-Version ist heute rausgekommen. Ah, okay, nee, dann. Dann ist vielleicht doch ein bisschen zu neu. So, Moment, ich stelle das jetzt mal kurz um. Any CPU. Aber wo ging das jetzt hier nochmal? Nee, Edit. New. CPU x64. Any CPU. Okay. x64, alles klar. So. Fuck. Nee, das geht tatsächlich nicht. Okay, die Version ist zu neu. Nehmen wir noch ein bisschen ältere. Nee, die ist nicht zu neu. Das ist einfach ein Daily-Build. Stimmt. Lass mal gucken, was ist das für eine Exception? Genau, das. DLL not found. Okay. Also ich habe für 4.4. Ich habe für 4.4 das Richtige, das passt. Wenn das mal 58, das wäre bescheuert, das. Nee, dann. Schon an so einfachen Dingern. Was ist das hier eigentlich für ein Link, Alter? FFmpeg?
Bull. Schert. Ist down geloadet. Ich nehme euch, zeig mal her. Hä? Die ist wirklich zu neu. Guck mal, das ist die Version von der anderen Seite. Da heißt das Ding noch 58. Ach, das sind Daily Builds. Das ist wahrscheinlich schon 4.5 oder sowas. Ah, ja, nee, die sind wirklich zu neu. Die sind einfach zu neu. Das ist nicht stable, das ist ein Daily Build. Okay, dann können wir das mal wieder. Dann wird es jetzt auch einfach funktionieren. Dann kann ich den ganzen Camp jetzt wegschmeißen. Und jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. FFM Pack. So, schauen wir mal. So, wir haben umgestellt auf X64. Bam, starten und geht. Nice. Funzt, alles gut. Sehr schön. Jetzt muss ich Ryder bloß noch da. Ryder, was ist hier los? Muss ich Ryder plus noch dazu überreden, das auch zu starten mit 64-Bit? Ah ne, funktioniert. Macht standardmäßig CPU-Architektur. Okay, funktioniert alles. Die Version war einfach zu neu. So, also jetzt lesen wir mal das GIF an. While. Ne, wir müssen extra Thread aufmachen, sonst geht das nicht. Task run. Komm, wir machen jetzt die easy Variante. So, Task run. While. True. machen wir hier. Ich meine, es ist die only Big Brain Variante. Solltet ihr in jede Bewerbung schreiben, dass man das so macht. Und jetzt lesen wir die ganzen Bilder ein. Go to. Stimmt, wir machen Go to. Wir machen einfach keine Wild-Schleife. Was macht. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Das da ist eine anonyme Funktion. Also, ich könnte auch sowas hier machen. Private. Ups, private void kekw. Und dann könnte ich hier einfach sagen, hier starte kekw. Das wird auch funktionieren. Aber nachdem ich das nur an einer Stelle, also starte kekw in einem neuen Thread, alles was hier drin steht. Aber nachdem ich das nur an der Stelle brauche, kann ich das auch anonym machen. Hier würden Parameter reinkommen, wenn du welche brauchst. Das ist kürzer, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Thread Sleep und Task Delay? Das eine funktioniert nur Async Await und das andere so. Aber Task Delay ist ungenauer als Thread Sleep. Weil Task Delay über den ganz normalen Thread Pool geht. Und das, fragt mich nicht, Task Handling. Und Thread Sleep ist blockt halt den kompletten Thread, ist halt ressourcentechnisch für den Arsch. Ja? Aber mit einem Thread sollte das zu verkraften sein. Okay, ich werde jetzt die Frames oder die einzelnen Bilder von dem GIF mal einlesen. Ich kopiere mir das jetzt, dass ich das jetzt nicht neu basteln muss. Ich kopiere mir das von was anderem raus. Und dann erkläre ich, was es macht. Passt. Also, folgendes. FFmpeg. Max, was programmierst du einfach? Ich zeig's mal schnell. Ich habe ja hier dieses Tool, wo ich meine Overlays mit immer mache, ne? Wo man Bilder und GIFs und Sounds und so overlayen kann. Und das hat ein paar Bugs. Zum Beispiel, manche GIFs sind zu schnell. Und manche GIFs, ich klicke jetzt mal, laden ewig lahm. So, das ist eine Zusammenarbeit, warum das so lahm ist, zwischen WPF und wahrscheinlich der GIF-Komponente, die ich verwende. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das jetzt einfach selbst. Wir rendern die GIFs jetzt einfach selbst. Easy. So. Wie man was rendert, habe ich schon rausgekriegt mit Direct2D. Das habe ich im letzten Stream gemacht. Jetzt müssen wir noch da irgendwie das GIF reinbekommen. Hast du eine Empfehlung für eine Library für den REST API Windows Service in C#?
Was? Ein REST-API Windows Service? Willst du quasi Sicherheitslücken nachprogrammieren oder wie? Warum alles in der Welt muss das als Root laufen? Aber wenn du eine einfache REST-Geschichte verwenden willst, kann ich dir empfehlen, warte auf .NET 6, weil in .NET 6 bauen die genau sowas ein. In .NET 6 kannst du Minimal-APIs machen für .NET 6 Minimal-API. Das ist eigentlich wirklich ganz nice. Guck, in .NET kannst du sowas hier machen. Das ist alles. Muss nicht als Root laufen, soll aber ein Windows-Dienst sein, da der Webserver auf einem Windows-System laufen soll. Ja, Moment. Dann ist einfacher. Nehm ganz normales ASP.NET Core, das hat einen Webserver eingebaut. Du musst das nur noch starten und dann ist gut. Das hat einen Webserver dabei. Also, irgendwelche IIS-Geschichten oder so würde ich gar nicht mehr mit anfangen. Ich würde eine ASP.NET Core-Anwendung machen und die einfach starten und dann funktioniert sie. Die hat einen eingebauten Webserver, der auch ziemlich gut ist. Aber wenn du wirklich eine Minimal-API machen willst, kann ich dir das nur empfehlen. Guck dir mal die Sachen, die mit .NET 6 kommen, an. Das ist quasi fast schon so kurz wie eine Ruby-Sinatra-Anwendung oder was. Was gibt's denn Python-mäßig Vergleichbares, so Flask oder so? Was ist denn für Python die beliebteste so Minimal Webserver, sowas wie Express für JavaScript. Flask immer noch das einzige, was ich kenne. Ja. Nee, Django ist garantiert nicht für minimal Webanwendung gedacht. Django ist huge. Manch einer würde sogar sagen, bloated. Nee, Axios ist ein Client-Side-JavaScript-Abfrage-Tool. Ich meine, wo man minimale Backend-Server mitmacht. Sowas wie Express in JavaScript. Das Express in Python quasi. So, also weiter im Text. Menschen, die ihre erste Klammer in eine neue Zeile machen, sind... Nee. Ich sehe es umgedreht. Wisst ihr, was für mich der hässlichste Style von Klammern ist? So. Ich suche jetzt nach Deutsch. Klammern. Moment. Das weine ich nicht. If, else. Hier, Alter, wenn ich das sehe, das hier, das ist für mich so, also ich kann's kaum beschreiben. Das sieht so schmerzhaft aus. Das ist so eklig. Bei mir muss die Klammer, also ich lasse es mir noch gefallen. Ich lass mir das noch gefallen, wenn man es so schreiben würde. Huge Notepad, Leute. Also, wenn man das so machen würde, wäre mir natürlich am liebsten, ja. Aber so lasse ich mir noch gefallen, aber dann wenigstens das else auf eine neue Seite. Auf eine neue Zeile. Aber das else in die gleiche, boah, ne. Nee. Das mag ich nicht. Ich finde das so viel besser. Das else ist sowieso ein Anti-Pattern. Moment. Ist else jetzt schon bloated oder was? Okay, wer weiß, was die aktuellen Programmiergurus auf YouTube wieder so verzapfen. Aber mir war nicht bewusst, dass else schon bloated ist. Ist das jetzt so? Stimmt das, Chat? Ist else jetzt bloat neuerdings? Also wir machen einfach if only. Else brauchen wir nicht.
Wir machen einfach nur noch if und dann return. Oder wie? Nee, ASP.NET Core ist doch nicht Paints Champ. Das ist eines der besten Web-Frameworks. Also auch kein if mehr. Das heißt, wir machen nur noch go-tos, oder? Noch eine Switch-Case, oder? Wir machen nur noch Inline-Assembler-Jump. Ja, genau so, so. Captain Peng, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist nur noch so. Easy. Nur noch Switch Statements. So, also wir machen jetzt mal weiter. Also FFmpeg ist importiert, funktioniert. So, was das jetzt macht, ist folgendes. Das öffnet das GIF. Und zwar hiermit. Das öffnet das GIF und guckt, was da drin ist. Dann guckt es, dass es das erste Video aus dem GIF nimmt. Also ich meine, das erste Video in einem GIF ist das einzige Video in einem GIF. Ja, GIFs unterstützen nicht mehrere Videospuren, aber in dem Fall das erste Video in dem GIF-File nehmen wir, also ist halt quasi unsere GIF-Animation, dann suchen wir den passenden Decoder für, einen GIF-Decoder, der das halt versteht, wie so ein GIF funktioniert, und dann starten wir das GIF und lesen hier an der Stelle das GIF Bild für Bild aus. Und wenn wir fertig sind, fangen wir wieder vorne an. Also sprich, wir lesen das GIF aus. Und wenn wir das GIF bis zum Ende eingelesen haben, dann kommt ein Fehler, nämlich End of File. Und dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Also das heißt, wir lesen endlos das GIF ein. Bild für Bild. So, das macht das. So. Hier sorgt er noch dafür, dass das Bild, das GIF decoded wird und dann haben wir es in RGB und am Ende wird das Ganze wieder gelöscht, dass wir keinen Memory Leak haben. Das ist alles. Mehr brauchen wir in FFmpeg wahrscheinlich nicht. So wie ich das jetzt sehe, steht hier in AV Frame, steht jetzt, dass Packet und können aus der Schleife raus wahrscheinlich. Nee. Doch. Doch, könnten sie, aber da müsste ich es anders machen. Da müsste ich immer hier davor noch einen Clear oder sowas machen. Ist wurscht, ich lasse es jetzt so, weil er weiß, dass es funktioniert. Das habe ich jetzt vor was anderem rauskopiert. Was ist denn das Sternchen? Das da? Das ist ein Pointer. Das ist unsafe C-Sharp. Da darf man Pointers machen. Muss ich in dem Fall machen, weil es eine C-Library ist und die macht halt gerne Pointer-Geschiss. Übrigens, wir können das übrigens so schreiben. Das können wir nicht? Doch, können wir. So, also, jetzt gucken wir mal, ob das Einlesen von den Frames funktioniert. KeckW. Gucken wir mal, wenn da jetzt ganz oft KeckW in der Konsole kommt, dann funktioniert's. Ja, funktioniert. Okay, alles klar. So, und jetzt müssen wir mal schauen, in welchem Format, in welchem Pixelformat das GIF vorliegt, weil unser, passt mal auf, jetzt wird's eklig, jetzt klappe ich mal das DirectX-Zeug auf. Unser DirectX-Zeug sagt, dass unsere Bilder in BGRA-Format vorliegen. Das bedeutet, zuerst die blauen Pixel, dann die grünen Pixel und dann die roten Pixel und dann ein Alpha-Channel, was transparent ist. BGRA ist für die coolen Leute, RGB ist für Noobs. Also wenn ihr RGB-RAM habt, dann solltet ihr den schnellsten ersetzen durch BGRA-RAM. So, also. Jetzt gehen wir mal aus, was das Ding für ein Farbformat hat. Ich glaube, das ist Pixel, nee, FMT, nee, Format, okay, alles klar. So, da kommt ein Int raus, weil FFmpeg inkonsistenter Crap ist, das müssen wir casten zu einem Pixel-Format, dass es funktioniert. So, mal schauen, welchem Format das vorliegt. Ich weiß, dass es BGRA ist, aber ich zeig's euch nochmal.
So, guck. Also unser GIF liegt schon im passenden Pixelformat vor. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können potenziell unsere Bilder aus dem GIF auch irgendwie rendern im Fenster. Also es ist kompatibel. Wären die Bilder jetzt RGB, dann müsste ich erst RGB zu BGRA, also nein, 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 da müsste ich RGBA zu BGRA wandeln. Alles klar, oder? Easy. Aber muss ich nicht, weil es ist schon im richtigen Pixelformat. Gut. So, und jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kriege ich jetzt das von hier in unser DirectX-Geschiss rein? So, ich muss es wieder auskommentieren. Wo render ich denn hier nochmal? Hier render ich mein Dreieck. Da. Da render ich mein Dreieck. The fuck? Hier render ich, was laber ich, drei, hier mein Rechteck wird hier gerendert. Das heißt, ich mache das jetzt so. Tja, das ist halt hässlich als fuck. Ich habe das letzte Mal einfach so untereinander kopiert. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen auslagern, damit ich das noch verwenden kann. Also, das müssen wir auslagern, sonst klappt das nicht. Eigentlich muss das hier rein. Aber das wird dann. Dann blicke ich selbst nicht mehr durch. Wir machen jetzt einfach hier sowas wie. Nee, das machen wir nicht. Ich mache das jetzt wirklich hier rein. Weil ich einfach nur testen will, ob es funktioniert. Also ich brauche das Device und das brauche ich in der Variable, dass es funktioniert. Okay, wunderbar. Also, Moment, was brauche ich? Was brauche ich? Die Swap Chain und das D2D Device Kontext. Alles klar, wo lege ich denn das an? D2D Device Kontext. Oh. Ach nee. Kann man das, warte mal, das kommt man doch hier schon umbenennen. Anders. Nein. Hallo? Rename? Underscore? Ja. War. Und jetzt? Field. Perfekt. So, und das Ganze jetzt noch, wo ist? Ich tausche das jetzt mal aus, jetzt brauchen wir die Swap Chain noch. Wer denkt, ich weiß, was ich mache, ich weiß es nicht. Wo ist das? Okay, und die müssen wir jetzt auch noch umbenennen. Dass ich hier unten drauf zugreifen kann. Nein, so. Zack. Alles gut. Okay, von der Idee her sollte man jetzt noch nichts sehen am GIF, aber es sollte auch nicht crashen, wenn ich es richtig gemacht habe. Ich glaube aber, es crasht. Ich glaube aber, es crasht, Leute. Ich glaube, es ist RIP. RIP! Funktioniert nicht mehr, ist kaputt. Was habe ich verkehrt gemacht? Was habe ich kaputt gemacht? Es funktioniert nicht mehr. Funktioniert das denn prinzipiell so? Ja, das geht. Nee, nee, der rendert gar nicht. Der kackt ab. Der kackt ab. Guckt, kann's euch zeigen, dass der abkackt. Try. Catch drumherum. Ich hab's irgendwie kaputt gemacht. Try Catch drumherum. Ja, das ist Windows Forms, aber wir machen eh alles selbst. Guck da. Was? Object reference not set to an instance. Warum? Wo? Was habe ich verkehrt gemacht? Forms. Zeile 136. Device-Kontext? Ah! Alter, ich bin ja doof. Guck dir mal.
Nee. Doch. Das ist noch gar nicht angelegt, wenn ich das andere starte. Moment, 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 Moment. Hier. Ich muss das starten, nachdem der ganze Mist angelegt ist. Ja, ist halt toll, wenn man so schönen, gut sich selbst dokumentierte Software programmiert hat, ja? Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Okay, und jetzt gucken wir, ob wir irgendwie das Gift da reinkriegen. Ach, du große Scheiße. Wie kriegen wir jetzt das Gift da rein? Ich mache mal das Try Catch wieder weg. Okay, wie kriegen wir jetzt das Gift rein? Also, wir haben das Gift. Wir haben das GIF hier. Wir haben das GIF als. Wir haben das GIF im RAM stehen. Das aktuelle Bild von dem GIF haben wir als BGRA Bitmap im RAM stehen. Ich hätte das mit Haskell bauen sollen. Genau, funktional. Ja. Oder noch besser. Ich hätte es wahrscheinlich direkt in COBOL machen sollen, Chat, oder? So, das heißt, den ganzen Mist kann ich mir jetzt eigentlich schenken, wobei ich lasse das mal. Draw End kommt hier runter. Wir wollen ein Bitmap malen. Wie krieg ich ein Bitmap? Ich weiß, dass es ein Draw Bitmap gibt. Das Problem ist nur, ich brauche ein Bitmap-Objekt dafür, was ich nicht hab. Ich habe das Bitmap im RAM. So, aber wir haben das letzte Mal ja schon festgestellt. Nee, ich bin ein bisschen länger als 22 Uhr da heute. Wir haben das letzte Mal ja schon festgestellt, dass man Bitmaps kopieren kann. Also in ein Direct 2D Bitmap aus dem RAM rein kopieren kann. So, und das heißt, ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwie sowas habe. Nee, habe ich nicht. Muss ich mal schauen. Also, wir müssen jetzt irgendwie einen Direct 2D Bitmap erstellen. Also irgendwas, was wahrscheinlich kopiert er das in den RAM von der Grafikkarte, vermute ich mal. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt irgendwie das aus dem RAM vom normalen Arbeitsspeicher in den RAM von der Grafikkarte kopieren, irgendwie das Bild, damit ich das rendern kann. Würde ich jetzt mal vermuten. Was es unter der Haube macht, aber ich weiß es nicht. Also, wir brauchen nicht Draw Bitmap, wir brauchen Create Bitmap. So. Create Bitmap und zwar Size. Okay, Size ist einfach. Size kriege ich raus. Size habe ich hier. Frame, Breite, Frame, Höhe. Okay, warum? Was hat er jetzt für Schmerzen? What the fuck? Also wenn noch nicht mal Size funktioniert, ist das vielleicht falscher Typ oder so. No, no, no. Das eine ein Float und das braucht ein Int oder was? Juckt ihn überhaupt nicht. Okay, Size. So, dann brauchen wir einen Pointer zu der Startadresse in meinem RAM, wo das Bitmap liegt. Wie kriege ich die? Wo liegt die hier? Ich glaube, Data heißt das, ne? Data. Ich mache jetzt einfach mal. Ich bin mir relativ sicher, dass das so prinzipiell ging mit FFmpeg. Genau. So, Data. Ach nee, das ist jetzt. Was ist denn das jetzt, was da rauskommt? Irgendein Raw Pointer oder? Oh je, ich bin verwirrt. Data. Ist es nicht ziemlich Monarch S hier, das Ganze? Was ist. Ach so, das ist ein Byte Pointer, ja. Wie kriegt man einen Byte-Pointer zu einem Int-Pointer zu einem Managed Int-Pointer? So? Ah, guck mal, so. Exzellent. Alles klar. Als nächstes brauchen wir, wie groß oder wie viel Bit ist eine Zeile? Also wie kriege ich denn das jetzt raus? Na gut, Breite mal 4 eigentlich, oder? Es müsste ja Breite mal 4 sein.
oder? Man eigentlich Breite mal 4, weil es ist BGRA Pixelformat. Das heißt, wir haben einen roten, einen grünen, einen blauen Pixel und einen Alpha Channel. So, und das Ganze mal Breite. Also wir haben 4 mal Breite vom Bild. Das, ob das jetzt klappt? oh, Bitmap Properties. Okay. Die können wir uns kopieren. Die haben wir hier oben irgendwie. Die können wir uns kopieren. Hier, Bitmap Properties. Alles klar. Leute, wenn das läuft im Leben nicht. Ich sag das oft, aber ich glaube, das wird nicht auf Anhieb funktionieren. So, das können wir wegschmeißen. Okay, alles klar. Zack. Jetzt haben wir ein Bitmap erstellt. Was hat er für Schmerzen? Is not assignable. Warum? Was hat er für Schmerzen? Ah, muss ein Ref sein. Warum auch immer. Weil DirectX-Zeug. Wir können predikten. Ja, predikten. Wobei, wir können auch nicht predikten, weil ich bin noch nicht fertig basteln. Ja, macht mal eine Abstimmung. Ne, Kanalpunkte-Vote. Please. Mods. Und einfach nur, wenn ich es jetzt starte, nachdem ich fertig basteln bin, wenn ich es das erste Mal starte, ob es crasht, also ob es geht oder nicht. Müsste das nicht mehr sein, 255? Ich habe keinen Schimmer, ich habe wirklich keine. Ich probiere das jetzt, ich mal jetzt einfach mal was. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also das mache ich übrigens hier oben schon mal nicht in Draw, sondern davor. So, also wir malen jetzt ein rotes Viereck. Das heißt, wir machen jetzt kein rotes Viereck, sondern wir sagen jetzt Device Context Draw Bitmap. Und dann hauen wir dort das Bitmap rein. Moment hier. Hauen wir dort das Bitmap rein. Jetzt sollten wir gucken, ob es funktioniert. Jetzt sehen wir gleich, ob es funktioniert. Du meinst Breite 4. Ach ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Nee. Ach so, doch. Wartet mal. Ja, stimmt. Das ist ein Byte. Es ist viermal acht. Also es sind, ja. Stimmt. Du hast recht. Also 32, ne? 32 mal Breite. Okay, was sagt die Vorhersage? 50-50. Wait a minute. Crasht es? Ja, nein. Okay, ob das crasht? Es wird doch wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay. Nee, crashen. Das kann überhaupt nicht crashen. Okay, crashen. Wir sagen, crashen ist, wenn dieser Thread crasht. Also das komplette Programm wird wahrscheinlich nicht crashen. Aber wenn der Thread crasht. Gut. Probieren wir mal aus. Okay, es crasht. Es crasht. Scratch komplett RIP. Komplett RIP. Attempt to read write protected memory. Oh. RIP. Okay, da muss ich jetzt mal nach. Da muss ich mal googeln. AV-Frame. Was? Line Size? Stimmt, da war irgendwas mit Line Size.
Die berechnen das schon für mich. Line Size brauche ich. Genau, ich erinnere mich. Line Size muss das sein. Genau, ich muss den Kram gar nicht selbst ausrechnen. Frame. Frame. Line Size brauche ich. Und dann glaube auch 0. Jawohl. Okay. Next. Oh, oh, oh! Funktioniert. Es ist viel zu schnell. Ja, aber gut. Von irgendwelchen Timings reden wir jetzt erstmal gar nicht. Und es ist noch nicht mal so, sonderlich optimiert, ne? Das legt jedes Mal einen neuen Bitmap an. Das hat komische Konsolenausgaben. Es ist Debug. Und ich habe sogar noch einen Sleep von 16 Sekunden drin. Wie viele FPS, weiß ich nicht. Habe ich gerade nicht. Aber was ich schon sehe, ist, die Transparenz fehlt. Transparenz funktioniert das nicht. Das mit der Transparenz funktioniert wunderbar. Auch mit meinem Viereck hier. Nur mit dem Bild funktioniert das Ganze nicht. Guck mal, ich mache das mal größer und den lassen wir irgendwie, keine Ahnung, da anfangen. Das ihr seht, also wenn ich selbst male, das funktioniert wunderbar, die selbstgemalten Dinger mit Transparenz. Nur mein GIF ist nicht transparent. Kann FFmpeg Alpha? Ja. Guck, ich kann dir zeigen, dass das prinzipiell funktioniert. Wir spielen das einfach mal mit FFmpeg ab. Da wirst du sehen, dass das. Wobei ich weiß nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob FFplay das kann. Ja. Nee, FFplay kann es nicht, aber. Ich weiß, dass es funktioniert. Also da ist Alpha drinne in dem Bild. Also wenn ich das. Guck mal, ich mach's mal im Browser auf. Ich mach's mal im Browser auf, dann seht ihr es. Wartet mal. Was ist denn hier? G. Ach Mist, im Browser sieht man das auch nicht richtig. Aber allein schon, dass einmal der Hintergrund schwarz und einmal weiß war, seht ihr, dass es Alpha-Channel dabei hat. Das Bild ist richtig. Da mache ich mir keine Gedanken drum. Das ist das gleiche Bild, was ich hier verwende. Guckt. Das ist das gleiche Bild, was ich jetzt hier ja schon verwende. Das hat Alpha-Channel drin. Jetzt ist nur die große Preisfrage. Wie krieg ich das transparent? Also mal davon abgesehen, dass es mega hässlich ist, was ich hier gebastelt habe, aber wie krieg ich den Scheiß transparent? Reischamp-Frage. Was? Wollen wir mal gucken, wie schnell er maximal rendern kann? Ich mache einfach mal das Sleep raus. Wir gucken mal, wie schnell er maximal ist. Oh! Cursed! Okay, wie viel CPU braucht er jetzt? Aber wo ist es denn hier? Der Overlay Champ. Naja, geht doch. Gucke mal. 6% CPU und 3,5% Grafikkarte. Geht doch, geht doch. Bitmap make transparent. Hat das sowas? Make transparent. Nee, ich glaube, make transparent ist irgend so eine Farbe, die so eine Keyfarbe, die dann transparent ist. Nee, das brauche ich nicht. Nee. Ich habe ja einen extra Alpha-Channel, der für Transparenz zuständig ist. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich Direct 2D sage, dass der das malen soll mit Transparenz. Ich sage ihm ja, wisst ihr was? Das ist einfach das falsche Format. Das ist einfach das falsche Format. Ich sag dem, dass mein Bild Alpha Mode pre-multiplied ist. Es gibt irgendwie zwei verschiedene Modi. Ich kann es euch nicht genau erklären, wie das funktioniert. Also du hast RGB, das sind deine Farben für das Bild, und du hast einen Alpha Channel.
Und der Alpha-Channel sagt, wie transparent ein Pixel ist. So, und jetzt gibt es die Variante, entweder ist der Alpha, ist quasi das Alpha-Zeug schon eingerechnet in das RGB, oder es ist als eigener Alpha-Channel und du musst danach irgendwie, frag mich nicht, es gibt Pre-Multiplied und es gibt Straight. Hat nichts mit Kappa Bright zu tun. So, und wahrscheinlich ist das nicht, wahrscheinlich sage ich eben, es ist Pre-Multiplied und mit Straight wird es nicht funktionieren, ja. Aber es ist gar nicht pre-multiplied. Was heißen würde, dass ich das von Hand pre-multiplyen muss. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Es ist, ja, das ist BGRA-Format. Das ist richtig. Also da ist auf jeden Fall Alpha mit dabei. Wie male ich das denn jetzt? Alter, keine Ahnung. Okay, Google, wir fragen Google. Draw Bitmap Alpha Channel. Ja, selbst wenn die Muffs einfach ist, ich weiß gar nicht, wie ich das auf dem für das komplette Bild machen würde. Kannst du den Alpha Channel mal auf 0 setzen? Ich glaube, ich kann da gar nichts dran machen, großartig. Nee, ich kann da gar nichts. Nee. Ich müsste da eine Schleife drüber machen, da habe ich keinen Bock. How to draw Bitmap, Alpha Values Bitmap. Nee, das wollen wir nicht. Wir machen mal Direct 2D noch dabei. How to create transparent Bitmap. Good news, Nick. You are creating transparent. Mein, das ist doch der gleiche. Das ist doch das gleiche Blogpost, den wir auch schon verwendet haben für das letzte. Super, ganz toll. Stack Overflow. Doch, GIF scheint einen separaten Alpha-Channel zu haben, weil er sagt, das Bildformat ist BGRA. Das kann ja sein, dass er der Decoder von dem GIF schon richtig konvertiert hat in BGRA. Was das GIF hat, ist egal. Ich habe das ja im RAM liegen als Bitmap. Da ist ja schon, GIF ist ja schon weg. Draw. Was macht der Dude da? Decode? Was? VIC? Was ist VIC? Was ist VIC? Der VIC Image Viewer. VIC Bitmap. Meine Güte, das ist Wind. Also, das ist ein Fass ohne Boden, diese Windows Direct 2D-Geschichte da. Create Bitmap from VIC Bitmap. VIC Factory. Ich brauche eine VIC Factory. Was? Ich will keine VIC Factory, ich will FFmpeg verwenden. Das da, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch eben schon offen. Oder? Ne, ist was anderes. Was zum... Nee, GDI, das ist noch was anderes. Das ist, alles Windows-Zeug. Questions, Moment, wir haben hier Poggers Link. I'm looking to create child as transparency. Clear color? What? Was? Alpha Mode Ignore? What? Ignore? Gibt's? Wird doch nicht funktionieren. Nee, funktioniert auch nicht. Aber wir haben schon mal Hyperspeed beim Rendern. Übrigens, ich sehe es gerade im Stream. Im Stream sieht man das überhaupt nicht, ne?
Man sieht im Stream überhaupt nicht, wie schnell das rendert. Das rendert gerade mit irgendwie 800 FPS oder so. Make transparent ist einfach irgendeine Farbe, die er transparent macht. Das funktioniert nicht. Guck mal, ich glaube, man sieht das im Stream gar nicht. Ah, doch. Seht ihr? Meine Vorschau zeigt es bloß nicht richtig an. So, ich hab ernsthaft absolut keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Wie pre-multiply ich das jetzt? Hat das, das hat einen Alpha-Channel, ja. Ich glaube aber, also ich glaube, es ist alles richtig, nur, dass ich das FFmpeg das als BGRA zurückgibt und ich brauche es als BGRA pre-multiplied. So, das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie ums Pre-Multiplyen selbst kümmern. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Da gibt's auch bestimmt irgendwas hier. Direct 2D Pre-Multiply. Remultiplizieren von Effekten. Alles klar. Pre-Multiplizieren von Effekten. Alles klar. Verwenden Sie dies. Auf Englisch lesen erstmal. Use this effect to convert an image. Aha. From unpre-multiplied alpha, das ist das, wie unser Bild ist, to pre-multiplied alpha. Pre-multiplied alpha. So. Und wie geht das jetzt? Effekt. CLS-ID pre-multiply. Was zum... Gibt's da ein Example für vielleicht? Ich brauche ein Example. GitHub. Please. Aha, pre-multiply. Ja, das ist die gleiche Seite, die wir vorher hatten. ID2D1-Effekt. Wie kriege ich das angelegt? Wait a minute, was? ID2D-Effekt. Okay, das gibt's. Wie legt man das jetzt an? Pass auf, Big Brain Time. Example. Ach du Kacke. Okay, also erst einmal. Was machen die hier? Create Effect. Ich probiere das jetzt einfach mal. 2D. Create Effect. So. Was braucht man da? Ah, jetzt brauchen wir die ID von diesem Effekt. Pre-Multi... Nee. Oh, guck mal. Geht das so? Ach du Scheiße. Warte mal. Was zum... Wie? Was will das von mir? Okay, wie soll ich das benutzen? New? Aha, Device-Kontext. Effekt. So. Output. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Set Input. Da stand da was. Da stand was von Set Input. Oder irgendwie Source. Set Value. Set Value. Set value? What? Okay. Index. Index 0. Ich weiß wirklich nicht, was ich da angebe. Input ist unser Bitmap. Muss man das disposen danach? Ja. Dann lassen wir das wieder in RAM freigeben, danach automatisch. So, Index 0. Das Bild. Raw Bool Invalidate. Ja klar, true. Logisch, was sonst? True. True, lol weh. Keine Ahnung, was. Raw Invalidate. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid.
True. So, und dann und ja, Effekt haben wir alles. Clear. Draw Image. Draw Image und dann. Draw Image. Und dann den Effekt. Ob das jetzt funktioniert? Es geht! Easy! Easy! Dazu kann ich nur sagen. Mir war von Anfang an vollkommen klar, dass ich das Richtige mache. Logisch. Ich habe einfach nur so getan, als wüsste ich es nicht. So. Aber dass das auch nicht mal crasht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es zumindest mal an irgendeiner Stelle. Ich muss es übrigens mit Visual Studio nochmal starten, weil ich gucken will, wie viel RAM, ob wir irgendwelche Memory Leaks haben oder so. Oh. Das ist nicht so gut, würde ich sagen. Leichtes Memory Leak. Ganz kleines. Wir haben schon 4 GB RAM voll. Ich brech mal ab. Guck mal, wie schnell das geht. Guck mal, wie schnell das geht. Alter, das frisst ja RAM. Da ist ja Chrome nichts dagegen. Warzone braucht weniger. Okay, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. An irgendeiner Stelle. Ach so, guck mal, ich lösche. Guck doch mal, ist doch ganz klar. Ich lösche das Bitmap doch nie. So, haben wir mal ein Using davor und dann ist das Memory Leak weg. Guckt, easy. Memory Leak gefixt. Was ist das Ziel? Schnell transparente GIFs rendern. Und das mit dem schnell rendern funktioniert ja auch schon mal irgendwie. Es ist so schnell, dass man das Bild nicht erkennen kann. Bisschen steigt immer noch. Ja, müssen wir mal warten, bis der Garbage Collector läuft. So, das ist erstmal in Ordnung. Okay, was mache ich hier? Was ist das überhaupt? Also so wie ich es jetzt verstehe, ist das folgendermaßen. Übrigens, ich muss das noch clearen. Weil ansonsten malt er immer oben drüber und dann sieht das kacke aus. Guck mal, so ist jetzt viel besser. Seht ihr? Jetzt löscht er das nämlich im Hintergrund. Also, so wie ich das jetzt verstehe, funktioniert das folgendermaßen. Ich benutze FFmpeg zum Decoden vom GIF. Dann kriege ich von FFmpeg im RAM einen Bitmap, halt RGB oder BGRA mit Alpha Channel. So, dann sage ich DirectX, ich würde gerne ein Bild rendern in diesem Format. Also, ne? Blau 8-Bit, Grün 8-Bit, Rot 8-Bit, Alpha Channel 8-Bit, was auch immer U-Norm ist. Weiß einer von euch, keine Ahnung. Weiß nicht, was gibt es denn sonst noch? U-Norm, Typeless. Ja, was auch immer. U-Norm. Undefiniert. Nee, oder? So, und ich sage DirectX halt, hey, mein Alpha-Channel, also das, was transparent ist, vom Bild. Das liegt in Pre-Multiplied vor. Was auch immer es genau ist, irgendeine Art und Weise, wie man die Pixel speichert, wie transparent welcher Pixel ist. Warum benutzt du nicht APNG? Weil ich das Bild als. Weil GIF halt nur mal ein GIF ist. Und kein APNG. So. Und das Problem ist, dass FFmpeg das Bild. Also ich sage DirectX, das Bild ist. Pre-Multiplied, der Alpha-Channel, ist es aber nicht. So, und anscheinend haben die was eingebaut für so Noobs wie mich, dass man nämlich über die Grafikkarte, ich vermute mal, das geht auf der Grafikkarte, dass man über die Grafikkarte das Bild quasi dann pre-multiplyen lassen kann und dann ausgeben.
So weit verstehe ich das. Es ist sicherlich wahnsinnig unoptimiert noch, weil ich lege zum Beispiel jedes Mal dieses Bitmap an. Eigentlich würde es reichen, wenn ich das Bitmap nur einmal anlege. Wir können auch mal kurz gucken, wie viel er jetzt verbraucht. Ah ja, ist doch kaum was. Wir lassen es gerade mal ein bisschen größer, noch ein bisschen größer rendern. Moment. Ach, das Bild ist einfach nicht größer. Und ich muss das. Ich scale das jetzt nochmal. Kann man das scalen? Scalen irgendwie auf Offset? Target? Warum ist der Hintergrund schwarz? Der ist nicht schwarz, der ist transparent. Guck, das ist transparent. Wie kann ich dem sagen, dass er das jetzt scaled auf die Fenstergröße? Draw. Gibt's denn hier zur Auswahl? Ah, das war eine Konsolenfenster, ja. Target Offset. Gibt es. Wie skaliere ich das jetzt auf die Fenstergröße, das Bild? Ich rede ja von gar nicht mal, dass das Seitenverhältnis stimmt. Einfach nur, dass das Bild korrekt groß ist. Target Offset brauche ich nicht. Draw Image. Wie skaliere ich das jetzt? Warte mal kurz. So, ja, ich weiß nicht, weil ich kann sagen, wenn ich sage Draw Bitmap ist einfach, da kann ich sagen, ich möchte Destination Rectangle, so. Also sprich, da kann ich sagen, wie groß es sein soll im Ziel, aber bei Draw Image kann ich das nicht. Ich muss das Ganze jetzt noch irgendwie skalieren. Ich habe keine Ahnung, wie. Target Offset ist ja nur da, wo ich es anzeige. Nee, wusste ich nicht, dass man direkt in Google suchen kann. Decoded FFmpeg. Einmal alle Frames oder jedes Mal alle? Jedes Mal. Jedes Mal. Also, wie gesagt, das ist nicht sonderlich optimal. Der decodet jeden Frame und dann fängt er wieder von vorne an, jeden Frame zu decoden. Was jetzt bei so einem kleinen GIF wahrscheinlich nicht sonderlich schlimm ist. Habe ich denn noch einen Sleep im FFmpeg drin? Nee, ne? Ach nee, ich bin ja hier beim FFmpeg. Wie scale ich das jetzt? Ich habe ernsthaft kein. Okay, wir suchen jetzt einfach mal. Draw Image Scale. Canvas Draw Image. Moment, Scale. Direct 2D. Moment, es gibt einen Scale-Effekt. Ich brauche jetzt einen extra Effekt zum Scalen oder was zum. MonKS. Mein Gott, warum ist C++ so hässlich? Gamma-Transfer. Scale. Ich brauche einen extra Scale-Effekt oder was? The fuck? Autoscale. Ich wäre ja froh, wenn das autoscaled. Das scaled überhaupt nicht auto. Boah, das ist mir jetzt zu Big Brain Scale Effekt.
Okay, wir machen jetzt einen Scale-Effekt. Scale-Effekt, easy. Keine Ahnung. Einfach ausprobieren, okay. Scale-Effekt. Alles klar. Kannst du dein BMP direkt größer generieren lassen? Nee. Also ich könnte es mit FFmpeg scalen lassen, aber das wäre rein CPU und das ist doof. Das Scalen darf schön meine Grafikkarte machen. Also. Gibt es dann Scale? Oh, hier, Scale-Effekt. Using var Scale-Effekt. Und da brauchen wir als Input nix. Oder doch? Hallo? Ach so, New. Lol. Ja, aber bis ich FFmpeg beigebracht habe, GPU Accelerator zu upscalen, ich glaube, dann geht das hier schon besser. Nee, 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 das funktioniert nicht so einfach. Das funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Du kannst FFmpeg relativ einfach sagen, du willst beim Encoden oder beim Decoden die Grafikkarte verwenden. Aber jetzt bei einem GIF-Decoder sagen, mach mal einen Upscaling über die Grafikkarte. Das geht bestimmt. Das ist aber wahrscheinlich noch komplizierter als hier. Okay, jetzt muss man irgendwie das Device eingeben. Okay. Scale-Effekt, benennen wir das mal um. Das ist nicht Scale-Effekt, das ist Pre-Multiply. Hallo? Nein, nein, ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Alter. Copy-Paste jetzt. Ich bin gerade nicht in der Lage, das. Okay, Set Input, das ergibt ja Sinn. So, ich mache jetzt Pre-Multiply, jetzt sage ich Scale. So, wenn das jetzt funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sage ich da jetzt Input und zwar den Pre-Multiply-Effekt. Okay, das funktioniert nicht. Ach nee, Index, 1. Wahrscheinlich muss ich jetzt angeben, in welcher Reihenfolge er das ausführt. Hallo? True, lol weh. Fuck, das funktioniert nicht. Ach, du große Scheiße. Wie geht das? Wie chaint man solche Z-Value? Nee. Ich hatte doch eben irgendwas auf Stack Overflow. Wo ist da mein Stack Overflow von eben gewesen, ne? Oder vielleicht mache ich das richtig? Vielleicht ist es ja sogar richtig. Vielleicht stimmt das ja auch so. So, und wie sage ich dem Scale-Effekt jetzt, dass er scalen soll? Ja. Set in. Mein Gott, wie kryptisch. Wie kryptisch kann man das eigentlich bitte schön noch machen? Muss man da vielleicht immer 0 machen? Wie kryptisch kann man das bitte schön noch machen, Alter? Set Value. Ich hatte doch eben einen Stack Overflow, der da was von gezeigt hat. Müsste es nicht Get Output? Doch, wenn es sowas gibt. Gibt's nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. So, Set Value. Was so? Ah! What the fuck? D2D1 Scale? Nee, nee. Scale? Okay, nee. Ach. Direct. Wo ist denn das Kram drinne? Scale. Direct 2D. Effects. Effects. Scale. Nee. Du, boah, keine Ahnung. Was muss ich. Ich brauch irgendeinen Enum dafür.
Index. Wie funktioniert das Scheiß? Ich hab wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, wie der Kram funktioniert. Scale. 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 Gibt's irgendwas? Ach guck mal, es gibt noch extra Scale. Nee, das ist meiner. Boah, nee. Das ist mir zu Big Brain, Alter. Das ist. Gibt's hier einen Output? Oh, da gibt's tatsächlich einen Output. Perfekt. Poggers. Wie sage ich dem jetzt, dass er scalen soll? Wir gucken mal, ob das überhaupt jetzt funktionieren würde. Scale Effect. Begin Draw Scale Effect. Was ist das Problem? Ah, Moment, ich bin ja falsch hier. Draw Image. So, mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch laufen würde oder ob es jetzt gleich crasht. Okay, es läuft noch. Was ist, gab Scale? Border. Ach, guck mal da. Man kann das, man braucht den ganzen Mist gar nicht. Border Mode, Center Point. Okay, was? Okay. So, das ist jetzt der Faktor, um wie viel ich das skaliere. Oder, nee. Ach nee, das ist ab welchem Punkt er das scaled. Ja, direkt in der Mitte, würde ich sagen. Direkt in der... Oder das wäre jetzt oben links? Keine Ahnung. Scale? Und wie sage ich ihm jetzt, um wie viel er das Ganze skalieren soll? Value. Value wahrscheinlich einfach. Value. Dann einfach 2. Oh. Das jetzt klappt. Hey! Der scaled ja wirklich. Ich meine, es stimmt zwar hinten und vorne nicht, wie er scaled, aber er scaled. Also er macht es fetter. Das funktioniert. Okay. Wunderbar. Das Ganze ist immer noch ein bisschen schnell. Minimal zu schnell. Aber es ist schon mal größer. Wie viel CPU brauchen wir jetzt? Wie viel GPU brauchen wir jetzt? Ach, guck mal, wir sind jetzt bei teilweise 7% GPU-Leistung. I'm Jinx, 11 Monate, danke für den Sub. Mach mal Delay rein, ja, kann ich machen hier. Bisschen langsamer. Ha. 50. Weiß nicht, wie viel FPS das Ding hat. Das kann man auch auslesen. Ja, man kann die FPS auslesen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das dann ausreichend. Okay. Dann mache ich mal kurz das rote Viereck da weg. Das brauchen wir ja nicht. So, jetzt ist nur noch die große Preisfrage. Wie kriege ich das jetzt passend zum Fenster, ne? Okay, wir machen das Fenster mal größer. Kann man dem sagen, Fullscreen? Geht das? Oder Maximized oder so? Wie maximiert man ein Windows Forms Fenster? Form, was? Form Window State. Nee. Window State. Ja. Gleich Maximize. Alles klar. Bam. Okay. So. Muss ich dem bloß noch sagen, dass er das nicht einfach doppelt skaliert, sondern... Ah, da muss ich jetzt selbst rechnen. Das ist ja doof.
Kann man nicht einfach sagen, skalier mir das auf? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich dem sag, nehm mal Breite und nehm mal Höhe. Das wird nicht funktionieren. Der skaliert das jetzt viel, viel, viel zu groß. Das funktioniert nicht. Da habe ich jetzt wirklich keinen Plan. Wie kriege ich das? Wie heißt denn der Shit, den ich da jetzt verwende? Muss doch einfach nur Ziel durch aktuell machen. Hä? Und das in Zahlen? Ach so, stimmt. Stimmt, ihr habt recht. Höhe, Breite durch die GIF-Größe. Meint ihr? Was hat er jetzt für Schmerzen? Possible. Pff, mir doch wurscht. Das stimmt, das ist richtig. Ich habe nur das nicht richtig rescaled. Das ist korrekt. Das ist richtig so. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn das größer wäre. Ich muss jetzt nur noch sagen, dass mein Bild größer ist. Ich muss es einfach maximieren, bevor ich den Kram anlege. Nee. Habe ich hardcoded irgendwie Größe oder so drinne? Nee. Was ist denn das standardmäßig für eine Größe? Okay. Das kann ich hier nicht drin machen. Das kann ich erst machen, nachdem die Form offen ist. Okay, das ist natürlich doof. Oder ich müsste Resizen noch implementieren, aber da habe ich heute echt keinen Bock mehr drauf. Wobei 900... Das kommt doch hin. Nee, Breite kommt nicht hin. Ich meine, ich kann einfach mal reinschreiben. 1920 mal 1080. Schadet ja nichts. Ne? Zack. Was noch überhaupt nicht funktioniert ist... Wow. Ich weiß gar nicht, warum das sich jetzt überhaupt am Resizen stört, aber... Aber es funktioniert. So, Pixelformat machen wir mal raus. Huge Parrot. So, dann probieren wir jetzt nochmal andere Geschichte. Wie groß mache ich denn mein Bitmap hier? Gar nicht? Warum? Moment. Ach so, weil er schon ein Bitmap erstellt, was so groß ist wie meine Swap-Chain. Okay. Ich glaube, ich gebe nirgendwo anders da Größe und Breite an. Nee. Und er legt es jedes Mal neu an. Naja, okay. So, Achtung Leute, Epilepsie-Warnung. So, Auslastung. Oh, hier nix. Nix braucht es. Nix. Nix. Voller Pull. Das ist mal High-Performance GIF. Übrigens ist klar, warum das hier anpasst. Ich muss ihm sagen, nicht die Breite vom Fenster, sondern die Breite von dem, was ich da angelegt habe. So. Jetzt spackt es auch nicht mehr rum beim Resizen. Also ich meine, das Resizen ist ja noch überhaupt nicht implementiert, ne? Fenster Resizen, der ist einfach immer gleich groß jetzt. Wir gucken mal, wie schnell der Weird Champ ist. Wir gucken mal, wie schnell der Weird Champ ist im neuen. Weil hier braucht der Weird Champ richtig lange.
Ich klicke drauf und es hört gar nicht auf. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo es gespeichert ist. Wo speichert Web Application 11 die Bilder? Keine Ahnung. Web Application 11, Alter. Okay, wo ist das? Stimmt, ja, wir können. Ja. Hier gucken und dann irgendwo hier muss das rumliegen. Debug. Ne, wo habe ich die Bilder? Die Bilder sind nicht in der Datenbank, das weiß ich. Data? Ne. Guck mal, das ist doch eine uralte .NET-Anwendung. Guck mal hier. 461, lull. Seht ihr mal, wie alt das schon ist? Ja, wo speichere ich denn meine Bilder, Alter? Da nicht. Da auch nicht. Schau doch im Ko- Nee, da gucke ich nicht rein. Da gucke ich nicht mehr rein. Was, GIF? Ist das Bild, was so lahm ist? Okay, dann nehme ich das einfach. Weird Champing. Desktop. Jawohl. Bam. Alles klar. Dann nehmen wir das jetzt. Oh, das ist nicht neu. Rare. So. Guck mal hier, wie schnell das geht. Seht ihr das, wie schnell das lädt im Vergleich zu dem anderen? Ich meine, die Aspect Ratio passt nicht so wirklich. Aber es funktioniert. Also es geht richtig schnell im Vergleich zum anderen. Guck mal da. Starten, bam, Bild ist da. Easy. Richtig, richtig, richtig zackig. Es ist 1080p hardcoded, ja. Knickbruch incoming. Moment, Knickbruch incoming sieht so aus. Das ist jetzt komplett broken. Boah, da wird's ja schlecht bei, wenn du da hinguckst. Monarch S, Alter. Das ist Ryder. Das ist nicht IntelliJ, aber das ist auch... Das ist quasi IntelliJ für C-Sharp. Das ist auch von JetBrains die C-Sharp-IDE. Genau. Jetzt, wenn wir jetzt natürlich Quick-Muffs-technisch auf Zack wären, könnten wir noch ausrechnen, dass der Aspect-Ratio richtig Scale-Effekt macht. Aber vielleicht gibt es ja sogar schon eingebaut. Ist WinForms besser als WPF für solche Apps? Ja. Also es ist ja gar kein WinForms. Es ist ja im Prinzip, das Einzige, was ich von WinForms verwende, ist, dass der standardmäßig ein Fenster aufmacht. Ansonsten verwende ich ja nichts davon. Ansonsten ist ja alles selber gerendert. Aber ja, in dem Fall ist es sogar mit WPF kontraproduktiv, weil WPF selbst versucht, irgendwelche DirectX-Render-Geschichten zu machen. Und WinForms ist total einfach. Du sagst hier einfach Create... Du musst ihm hier einfach nur sagen, WinForms, leck mich, render einfach gar nichts. Fertig. Und den Rest musst du selbst machen. Also musst alles... So, und mit WPF ist das komplizierter, ja. Also mit WPF geht das gar nicht. Sowas. Du kannst natürlich versuchen, den WPF-Renderer zu überreden, mit seinen 60 FPS dann immer passend deine GIFs rein zu rendern. Das heißt, du musstest dann irgendwie gucken, dass du DirectX Interop mit WPF machst und sowas. Aber wozu? Oh, guck mal hier, Choose My Name ist... Weiß Bescheid. Kopier das jetzt einfach.
Kannst du nicht über den Forms-Editor einen GIF einbinden? Kann? Doch. Ja, könnte ich. Ich glaube, die Imagebox kann. Picturebox kann GIFs. Da hast du aber zwei Probleme. Transparenz funktioniert nicht gescheit. Und es ist lahm as fuck. Weil das alles CPU gerendert ist. Aber allein schon, dass Transparenz nicht richtig funktioniert, ist ein größtes Problem. Deswegen machen wir das selbst. Jetzt haben wir das ja ausgerechnet. Und was soll ich damit jetzt machen? Ach so. Warte mal, wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ach so, dass die Aspect-Ratio richtig. Ja gut, und weiter. Oh nee, Quick-Muffs kriege ich heute im Kopf echt nicht hin. Muss ich das hier jetzt damit mal nochmal rechnen oder? Ich bin da zu müde für jetzt, das kriege ich jetzt nicht gebacken. Muss ich das mal nehmen oder? Jetzt ver echt? So einfach ist es, ja? 0W. Glaube ich erst, wenn ich sehe. Darf ich fragen, was du in deinem Rechner verbaut hast? Ja, kannst du fragen und ich zeig's dir auch gleich. Tatsächlich, es funktioniert. Easy. Weird Champing im richtigen Seitenverhältnis, Leute. Das ist ja schon fast ein Fall für Akte X, der Weird Champ hier. Wir nehmen noch mal kurz hier das den. Oh nee, Gachi Bass, Alter, wollen wir jetzt haben. Nee, wir nehmen den Vogel, der passt eigentlich ganz gut. Ja, funktioniert. Guck mal hier, Big Brain Chat. Ich meine, das kann man natürlich jetzt noch besser machen. Das Problem ist ja, dass das überhaupt nicht resized aktuell. Also der hat Hardcode 1080p. Das mit dem Resize muss ich mir angucken, aber bevor ich das mit dem Resize machen kann, muss ich das erstmal aufnehmen, aufräumen. Ich meine, das ist ja nur einfach alles untereinander geschrieben. Und das nächste Mal machen wir auch einen FPS-Counter, dass wir sehen, wie schnell das geht. 50 Billiarden FPS GIF-Rendering. Leute, das reicht für heute. Wir haben doch schon mal richtig massive Progress gemacht. Wir können GIFs schnell rendern. Wir können GIFs schneller rendern, als Leute GIFs sehen können. Das ist doch schon mal was. Also wir können GIFs unsehbar schnell rendern. Nicht, dass man das brauchen würde und es ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber es funktioniert. So, wie findest du Rider im Vergleich zu Visual Studio Co zu Visual Studio? Ich finde den Debugger angenehmer in Visual Studio. Vielleicht einfach, weil ich die Rider-Geschichte nicht so gewöhnt bin für den Debugger, aber ja, der Debugger gefällt mir besser. Von allem anderen ist mir Rider lieber mittlerweile. Visual Studio ist mittlerweile krass langsam geworden. Ich weiß nicht, was sie da bei Microsoft machen. Guckt euch das teilweise mal an. Du sagst hier irgendwie, guck mal hier, wie das. Das laggt. Ihr merkt das jetzt nicht. Allein das Fenster hier laggt ein bisschen schon. Nee. Also, da muss ich sagen, ist mir Rider eigentlich schon lieber. Wann ist der nächste Stream? Morgen wahrscheinlich. Das nächste Visual Studio ist 64-Bit. Ja, aber das wird dann wahrscheinlich nichts dran ändern. Das wird wahrscheinlich nichts dran ändern. Rider ist auch oftmals nicht das Schnellste. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Java-IDE, um C-Sharp zu programmieren. Das ist an sich ja schon irgendwie mal durch die Brust ins Auge.
Der Zwerg Cringer sagt, er findet den Rider Debugger besser. Ja, kann. Kann schon sein, dass der besser ist. Ich habe den einfach nicht so oft benutzt. Was ich zum Beispiel nicht checke ist, wo sehe ich meinen RAM-Verbrauch? Wo sehe ich den RAM-Verbrauch? Ah, hier, Memory. Lol. Nee. Wo sehe ich den RAM-Verbrauch? Unten rechts in der Leiste. Was? Unten rechts in der Leiste rechts reinklicken. Du meinst hier unten die oder die? Ah. Ja, Moment, das ist der RAM-Verbrauch von Rider, nicht der RAM-Verbrauch von meinem Programm, oder? Ja, Moment, das ist der RAM-Verbrauch von Rider. Nee, nee, den meine ich nicht. Wer braucht einen Debugger, wenn es Console-Write-Line gibt? Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch Console-Debug-Verfechter. Das finde ich in Visual Studio halt ganz schön. Du startest das und du siehst hier neben sofort, ob du eine Memory Leak hast. Zumindest. Oh. Was habe ich denn jetzt wieder kaputt gemacht? Was habe ich denn jetzt wieder kaputt gemacht? Guck mal. Wir haben wieder ein ganz kleines Memory Leak. Ist kaum der Rede wert. Lösche ich wieder irgendwas nicht, oder wie? Doch, ich dispose den zweiten Effekt. Jetzt weiß ich nicht, woher der Memory Leak kommt. Jetzt bin ich sicher, woher der Memory Leak kommt. Ey, wir können testen, ob der Garbage Collector. Lul. Wir können testen, ob es am Garbage Collector liegt. Aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, nee. Es ist einfach. Es liegt einfach. Eigentlich kam ja nur der Faktor hinzu. Ja, deswegen, aber. Der wird es ja nicht sein. Was liegt denn jetzt hier? Was hab ich denn gemacht, dass was liegt? Wo hab ich da jetzt ein Memory Leak gebaut? Ich meine, das sollte alles disposed werden. Mach das nochmal weg. Hä? Ich habe eine Idee. Das liegt bestimmt an Get-Output-Image oder sowas. Ich habe doch gerade schon GC Collect gemacht, das hat nichts gebracht. Okay, warum genau verursacht das hier mit einem schönen Memory Leak? Das hier wahrscheinlich, hä? Kann das sein? Lup. Kann das sein? Ist das hier vielleicht? Ja, das war's. Easy. Das war's. Das hat geleakt. Er hat das nicht disposed. Aber auch doof implementiert, oder? Ich mein. Ja, okay. Ist halt alles Native C-Gedöns. Wofür ist das Fall? Das ist ein Pointer. Pointer-Referenz-Ding. Wie heißt das offiziell? Pointer-Dereferencing-Operator oder sowas? Also, das hier ist ja nur ein Zeiger auf den Speicherbereich mit Information, welcher Typ das ist. Und mit dem Pfeil
greifst du halt auf den Arbeitsspeicher zu und rufst da Zeug auf. Dereferenzierung, ja. Bei Rider musst du Debug nicht run klicken, um da bei Memory was zu sehen. Hatte ich doch gerade, oder? Habe ich mich verklickt? Ich habe Debug gesagt. Debug? Memory. Nö, da steht nichts. Er sagt, ich soll einen Breakpoint setzen. Ich will aber keinen Breakpoint setzen. Damn. Dann nehme ich einfach Visual Studio als übertrieben viel RAM fressender Debugger. Das ist cool. Ich glaube, so ein kleines Memory Leak haben wir immer noch, aber das können wir erst sehen, wenn ich nochmal den Garbage Collector laufen lasse. Aber Leute, es reicht für heute. Haben richtig Progress gemacht. Funktioniert ziemlich gut. Sieht zwar noch hässlich wie die Nacht aus, aber es geht schnell. Schneller auf jeden Fall als das alte, also definitiv schneller als die alte WPF-Geschichte. Also, mal gucken, ob der Fraser am Start ist. Eben war er noch da. Da ist er. Da ist er. Komische Asia-MMOs wieder. Da spiele ich übrigens mit am Wochenende. Also, wir raiden den Fraser. Der Osten meldet sich zurück. Also Leute, bis denn. Wir sehen uns. C.U.